So, hier kann man jetzt sehen, ich bin praktisch jetzt genau auf der Mitte, auf der Hälfte. Ich habe die Hälfte der Tour gefahren. Bin jetzt auf 4 Uhr, bei 10 Uhr gestartet, also bin ich schon 6 Stunden gefahren sozusagen. Jetzt geht es Richtung Süden. Also bis zum südlichen Punkt. Ich stehe in Bad Hersfeld vor der Jugendherberge und heute ist Tag 7. Jetzt geht's los. Das Wetter ist nicht so berauschend. Ich habe mir in die Wetter-App geguckt. Sieht ganz übel aus, aber ich lasse mich überraschen. Ich glaube, bis Mittag ist noch trocken. Auf geht's. Heute bin ich bei 590 Kilometer gestartet ungefähr. Und es ist jetzt 28. Gefrühstückt habe ich ja in der Jugendherberge. Alles gut. Es ist heute Morgen 12 Grad. Und ich bin erstaunlich gut aus Bad Hersfeld rausgekommen. Ich bin jetzt gleich hier schon aus der Stadt raus. Ja, und zwar gestern noch ziemlich aufregend in der Jugendherberge. Ich dachte, ich kann ja erstmal so schön bequem die Füße hochlegen und mich ein bisschen ausruhen. Auf einmal ging die Alarmsirene los. Ich denke, was ist jetzt kaputt? Ist das Probealarm? Ich wusste jetzt gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ich war doch gerade am Telefonieren. Also irgendwie unpassend. Ja, da hatte sich ein Junge, der verträgt wohl kein Gluten. Und der hatte sich einen Toaster mitgebracht, einen eigenen und auch eigenes Brot. Hatte in der Küche nicht Bescheid gesagt. Die Jugendherbergen sind ja normalerweise auf solche Fälle sind ja auch vorbereitet. Also der Junge wäre auch satt geworden abends. Gut, er hat jetzt nichts gesagt und hat auf dem Zimmer getoastet. Dabei ist ihm wohl eine Scheibe verbrannt. Da ist eine Rauchwolke entstanden und er hat genau unter diesem Rauchmelder getoastet. Und dann hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Ja, und da gibt es kein Halt mehr, da kommt die Feuerwehr. Die kann man auch nicht zurückrufen und sagen, hier halt, das war so ein Toaster. Alles gut. Die kommen und wir mussten draußen bleiben, so lange, bis das die Feuerwehr das Gebäude wieder freigegeben hat. Ja, man hat dann auch nur eben das Nötigste an. Man lässt ja alles stehen und liegen. Und da war ich auch ziemlich durchgefroren dann. Ja, Schreck in der Abendstunde. Ich hatte mich dann noch mit einem anderen Radreisenden unterhalten über Preise, dass auch die Hotels sind auch jetzt ziemlich teurer geworden. Seit Corona, wir haben alle die Preise angezogen. Und Jugendherberge ist ja auch nicht mehr das, was es mal war, so wie früher. Ich habe jetzt mit Frühstück, also ohne Abendessen, 52 Euro bezahlt. Ja, er sagte, er ist auch sehr lange unterwegs. Er ist, ich glaube, schon 14 Tage unterwegs und fährt noch 14 Tage. Und er sagte, ja, wenn man alles in allem rechnet, man kann ja auch das zu Abendessen und Frühstücken, fährt man in der Regel in der Jugendherberge doch günstiger. Ja, bei der Pension ist es ja auch so, da kriegt man maximal Frühstück und Abendessen muss man sich auch selber besorgen, wenn man eins haben will. Aber gestern brauchte ich keins, ich hatte tagsüber so viel gemümmelt, da war ich noch satt von. Da brauche ich abends nichts. Aber Frühstück ist mir wichtig. Das ist meine wichtigste Mahlzeit des Tages. Ohne Frühstück und Kaffee geht gar nichts. Jetzt komme ich nach Asbach. Ich habe aber keine Ahnung, ob das was mit dem Getränk zu tun hat. Wahrscheinlich nicht. Jetzt überquere ich noch einmal die Fulda und dann hat sich das mit der Fulda erledigt. Ich bin jetzt wieder von der Route abgewichen. Der Track sollte jetzt hier links über diese Hügel führen. Ich bleibe aber hier in diesem Taleinschnitt. Da komme ich auch ins Ziel.
wie gesagt, das wege ich immer so ab, was für mich am angenehmsten ist. Hier vor Ort hat man einen ganz anderen Überblick. Ich wollte mir eben eine grobe Übersicht geben, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin jetzt ungefähr hier. Ich komme wahrscheinlich bis hier, so 5 Uhr oder ein bisschen später. Da komme ich nördlich von Frankfurt her. Und hier weiß ich gar nicht, was das hier für eine Gegend ist. Muss ich mir erstmal näher angucken. Dann kommt hier Köln-Düsseldorf. Mal gucken, ob ich hier irgendwas erkennen kann. Ja, Limburg an der Lahn, komme ich aber nicht durch, nördlich davon. Bad Nauheim, komme ich auch nicht durch. Butzbach komme ich durch. Naja, schauen wir mal. Ich bin jetzt über 600 Kilometer. Und ich bin dann heute 17 Kilometer gefahren und es ist gerade mal 9.30 Uhr. In einer Stunde 20, 17 Kilometer. Das ist sehr gut für meine Verhältnisse. I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial, 'cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard. I know you want it to be easy, so let your guard down. Jetzt bin ich in Unterschwarz und zwischendurch habe ich den Kreis gewechselt. Ich bin jetzt im Vogelsbergkreis. So, wie ich das da sehe, ich war eben wieder ein bisschen voreilig. Bin noch eine ganze Weile bin ich noch an der Fulda. Und zwar bis nach Bad Salzschlief. Und in Bad Salzschlief fahre ich auch am Bach entlang. Und zwar an der Schlitz. Ja, da sehen wir auch schon den Kirchturm von Schlitz. Ich lasse jetzt hier mal die Drohne fliegen und gucke, ob ich hier einen schönen Draufblick auf Schlitz bekomme.
Ja, und nachdem es heute Morgen eher so nach Regen aussah, ist jetzt doch schon ein bisschen heller geworden. Ich bin mal gespannt. Gestern Abend war, sagte die App, 100% Regenwahrscheinlichkeit. Heute Morgen glaube ich nur noch 80. Jetzt nähere ich mich hier langsam der höchsten Spitze, die 700 Meter anzeigt. Und ja, die erreiche ich wahrscheinlich heute Abend erst. Da muss ich mal gucken, was das wird. Weil das Höhenprofil ist jetzt von der ganzen Strecke. Ich bin jetzt so ziemlich in der Mitte. Ja, ich muss eigentlich schon drüber sein. Ich habe ja schon Halbzeit gehabt, heute Morgen wahrscheinlich. Jetzt bin ich in Bad Salzschlirf, fahre aber nicht durch die Stadt, sondern fahre außen dran vorbei. Und hier verlasse ich jetzt die Fulda, definitiv aber jetzt. Und jetzt fahre ich hier an der Schlitz. Die Schlitz fließt jetzt hinten an den Häusern her, vor den Häusern her. Und die nächstgrößere Ortschaft heißt Angersbach. Da werde ich wieder mitten durchfahren. Ja, wie mir hier mitgeteilt wird, ist Bad Salzschlirf bestimmt sehenswert. Scheint so ein Kurörtchen zu sein. Aber dafür habe ich keine Zeit. Ich bin nicht zum Kuren hier. Ja, jetzt ist das wieder ganz anders hier. Also diese Grafik von Komo, die ist echt unter aller Sau. Deswegen habe ich heute die ganzen Falschinformationen immer, die ich euch immer gebe. Aber was gar nicht stimmt. Hier ist die Fulda. Hier bin ich runtergekommen. Unter Schwarz. So, kurz vor Schlitz. Hat sich das hier geteilt. Da fließt hier die Fulda weiter. Und da bin ich schon an der Schlitz dran hergefahren. Jetzt bin ich an Bad Salzschlirf. Und jetzt fahre ich an der Lauter. Und nicht an der Schlitz. Ich fahre jetzt an der Lauter. Und dann kommt später auch Lauterbach. Und wie es dann weitergeht, muss ich gucken. Aber hier kann man schön sehen, dass hier ist die Wasserkuppe, hier kommt die Fulda her. Fließt sie durch Fulda und ja, den Rest kennen wir jetzt. In Teilen. Was gibt es denn hier für interessante Radwege? Den Mülseburg-Radweg, der ist sehr interessant. Steht auch auf meiner Agenda. Das habe ich noch nie gelesen hier. Kegelspielradweg. Gucke ich mir mal zu Hause an. Bahnradweg Hessen ist bekannt. Vulkanradweg. Muss ich mal gucken, was das ist. Steht nichts bei, schade. Ach hier, Bädertourradweg. Ja, okay. Was alles gibt? Wahnsinn. Da liegt Bad Salzschlirf. Da bin ich hergekommen. Zwölf Uhr, 45 Kilometer. Sind so im Schnitt so gute 11 Kilometer in der Stunde. Da bin ich mit zufrieden. Jetzt fahre ich genau so eine Burgruine drauf zu. Und die heißt Burgruine Wartenberg. Die Burgruine ist leider hinter den Bäumen hier. Man kann nichts davon erkennen.
und die Luft tendiert wieder Richtung mehr Feucht. Ich bin jetzt in Angersbach und in Angersbach hat es ein ganz leckeres Eis gegeben. Und dafür schon allein hat es sich gelohnt, nach Angersbach zu kommen. So, jetzt habe ich es hier mit den ersten Höhenmetern zu tun. Ich habe mich jetzt schon so von gut 200 Metern auf 310 Meter hochgeschraubt. Und werden noch mehr. Es geht noch bis auf 700. Jetzt habe ich mich auf 360 Meter hochgekurbelt. Und ich habe noch 2 Kilometer in dem kleinen Akku. Und das schiebe ich jetzt mal, weil mir so dermaßen der Hintern wehtut. Jetzt muss ich mal laufen zwischendurch. Mir wurde unten milde zugelächelt in Angersbach. Das hätte mir eigentlich zu denken geben müssen. Meist machen jetzt die Leute nicht aus Freundlichkeit, sondern aus Mitleid, weil die genau wissen, was los ist. Jetzt setzt auch noch der Regen ein. Passt ja wieder alles. Ich habe erstmal die Kopfbedeckung gewechselt. Gerade hat der Erste angehalten und hat mich gefragt, ob er mir was Gutes tun kann. Das erlebt man selten. Ich habe ihn dann gefragt, er könnte mir sagen, wie weit das noch ein bisschen hochgeht. Ja, sagt er, das kommt darauf an, wo ich hin wollte. Ja, ich sage Richtung Schotten, Richtung Niederstausee. Ja, dann geht es nur auf euch hoch. Ja, ich sage, okay, alles klar. Ich sage, ich weiß, wo ich mich drauf einlasse, alles gut. Aber vielen Dank, dass Sie angehalten haben und mal gefragt haben. Erlebt man ja echt selten sowas. Ratlos in Rutlos. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Man weiß ja auch, was man sich einlässt und ich weiß auch, dass es hier rauf geht. Da muss ich jetzt einfach durch. Alles gut. Mittlerweile auf 420 Meter hochgekurbelt. Jetzt bin ich auf 450 Meter, um jetzt hier wieder weg runterzufahren. Ich hoffe nicht allzu weit. Ich komme jetzt irgendwie auf den Radweg, glaube ich. Das wäre natürlich gut. Schloss Eisenbach. Sieht sehr schön aus. Ich bin jetzt auf dem Vulkanradweg und auf dem Bahnradweg Hessen. Ich fahre jetzt erstmal Richtung Herbstein hier. Da muss ich gucken, wie es weitergeht. Da ich keine Lust habe auf nasse Schuhe, habe ich jetzt mal die Gummistiefel angezogen. Ich wollte mir immer noch mal die Barfußschuhe geholt haben. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil man braucht eine stabile Sohle zum Treten. Wenn die Sohle wabbelig ist, macht das keinen Spaß. Man muss ja Druck auf die Pedale ausüben. Und bei den Gummistiefeln ist das optimal, die haben eine richtig feste Sohle. Ja, muss ich weiter ausprobieren. Ich bin auch am Testen. Hat sich jetzt richtig eingerechnet. Ich kann aber weiter zu euch sprechen, weil durch diesen großen Hut ist das Mikrofon wassergeschützt. Da geht's weiter. Es ging weiter, aber nur 2 Kilometer. Es ist jetzt so am Gatzeln hier, dass ich jetzt mal gucke, was ich so an Regenzeug bei habe. Außer den Stiefeln. Der Spuk hat erstmal ein Ende. Hier hinten auf dem Hügel liegt Herbstein. Da komme ich auch nicht dran vorbei. Also dran vorbei schon, aber nicht durch. Und ich muss hier weiter. Hier kommt eine graue Wolke. Ich hoffe, die Sonne hat jetzt noch so viel Kraft Ende August, dass sie mich nochmal trocknet. Weil ich bin ganz schön nass geworden. Handschuhe sind nass. Gut, die Jacken trocknen schnell. Die Hose auch. Wenn es jetzt trocken bleibt, dann geht's eigentlich. Nach Camping ist mir jetzt nach dem Regenschauer nicht. Weil dann ist man auch so ein bisschen durchkalt. Hier gibt es ohne Ende Pensionen. Aber um 14.07 Uhr ist mir jetzt echt noch ein bisschen früh.
Da will ich noch ein paar Kilometer machen. Hoffentlich brauche ich das nicht. Wirklich schön gelegen hier auf dem Hügel. Ist bestimmt mal ein Besuch wert, die Stadt. Herbststein im Vogelsbergkreis. Kilometer. Mir fehlt jetzt mal so ein Ziel. Schotten 20 Kilometer oder 25 meinetwegen auch. Oder irgendwie sowas. Ein kleiner Anreiz fehlt mir. Ich habe jetzt auch das Handy weggepackt wegen der Nässe. Aber ich kann jetzt nicht mal nachgucken und dann im Trocknen. Ja, das haben wir so einen Anhaltspunkt haben. Hier war Herbststein. Das sind so 2 Zentimeter. Bin ich jetzt wieder gefahren und Schotten wäre hier. Das geht ja von der Entfernung eigentlich noch, aber ich habe hier irgendwie noch dieses, der rote Strich hier oben, der steht genau über diesem 700 Meter Hügel. Da muss ich irgendwie noch hoch, das wird noch mal hammerhart. Ich glaube, der Regen wird weniger, ich kann weiter. Stand jetzt so nass und kalt wie ich jetzt bin, verzichte ich heute auf Camping, das wird doch nichts. Dann suche ich mir in Schotten irgendwie eine Unterkunft. Ja, jetzt habe ich mal nach Pension geguckt und ich habe hier gleich eine 15 Kilometer, die erscheint sofort als erstes, wenn ich Schotten Pension eingebe. Da rufe ich jetzt an. Gehe nicht ans Telefon, muss ich später nochmal versuchen oder ich rufe gleich mal beim anderen an. Ich fahre jetzt noch mal ein paar Kilometer, dann kann ich besser einschätzen, wie lange ich dann auch dahin brauche. Weil ich weiß nicht, wie, wenn ich dann einen Berg noch hoch muss, können 15 Kilometer auch weit sein. Ja, es sind immer so Schauer. Jetzt wird es wieder hell. Aber es ist nicht so richtig warm hier, 30 Grad oder so. 15 Grad, höchstens 14. Das dauert auch sehr lange, bis das mal wieder trocken ist. Obwohl, heute brauchte ich irgendwas mit Verpflegung. Ich habe ja nur gefrühstückt bisher. Ja, und ein Eis. In Angershausen oder so ähnlich. Auf jeden Fall war es lecker. Oh Mann, das sieht ja wieder richtig gut aus. Ich glaube, in der nächsten Viertelstunde kriege ich keinen Schauer ab. So, ich bin jetzt endlich auf dem Anstieg. Ich hoffe es. Ich bin jetzt bei 500 Meter. Nachdem ich noch ein drittes Mal anders geworden bin, bin ich jetzt bei 570 Höhenmeter. Und der Moment ist wieder trocken. Ich habe jetzt hier eine 580 stehen. Ich kämpfe um jede 10 Meter. Ich bin eben mal getrampelt, aber durch diese Mucke, das schlaucht so viel Akku. Zeigt jetzt noch hier 35 an, obwohl 4 Balken sind. Gut, das wird sich hinterher wieder regenerieren. Aber trotzdem, das ist hier auch erhöhter Rollwiderstand. Das kostet auch Strom ohne Ende.
Die jungen Schäfer, die machen sich gerade sowas von bezahlt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wunderschöner Wald hier, muss ich jetzt sagen. Hier fließt da so ein Bach durch. Und das hier auf 600 Meter Höhe. Das ist auch selten, dass da ein Bach fließt. Ja, so viel wie ich weiß, ist in Schotten, ja, da ist ja immer dieses YouTuber-Outdoor-Treffen. Und vielleicht begegne ich ja einem im Wald. Würde ich mich freuen. Also diese Leute, die im Wald übernachten und solche Sachen. Das mache ich ja nicht. Also mache ich schon, aber nicht hauptsächlich. Die sind mehr zu Fuß unterwegs, weniger mit dem Fahrrad. 620 Meter habe ich jetzt. Den 1080 schaffe ich auch noch. Schönes Hütchen hier im Wald. Gefällt mir. Jetzt habe ich 640, wenn ich da oben bin. Habe ich bestimmt 670 mindestens. 670 Meter erreicht. Und dieses Radwegeschild hier im Wald, das ist auch irgendwie ein Hohn. Ich möchte mal einen von diesen Verkehrsplanern hier hochfahren sehen. Ob mit E-Bike oder ohne. Entweder kommt sie mit leeren Akku hier oben an oder er ist fertig mit der Mütze. Aber vielleicht gab es keine andere Streckenführung. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja, und was auch ist, jetzt habe ich 670 Meter erreicht. 30 Meter muss ich noch. Und zum Ende hin werden diese Gipfel immer steil. Das ist einfach so. Das ist unfair. Ich bin bei 700 Meter und es geht noch hoch. Kann auch nicht mehr weit sein. Höher wie 700 steigt auch mein Höhenmesser nicht. Weil ich brauche nicht höher, ich kann hier abbiegen. Oder vielmehr, ich muss hier abbiegen. Und Schau Nummer 4 kommt runter. Ja, ich habe in der Pension nochmal angerufen. Da geht aber niemand dran. Entweder ausgebucht. Oder nicht zu Hause. Jetzt habe ich mir vorgenommen, ich fahre, unten sind ein paar Gasthöfe. Weil ich möchte auch unbedingt was essen. Am liebsten wäre mir ein Gasthof mit Küche. Und da gucke ich jetzt einfach mal, fahre ich durch den Ort. Da gehe ich da einfach rein und frage. Von Angesicht zu Angesicht ist das immer noch am besten. Da sollt ihr aber vielleicht vorher die Schuhe wechseln. Und den Hut absetzen, weil sonst schlagen sie sofort die Tür zu. Von innen. Da unten im Loch liegt Schuppen. Und da kann man ganz deutlich sehen, dass es weiter hinten sonniger ist. Das sah eben so nah aus, aber das zieht sich doch ganz schön darüber. Schau Nummer 5. Ich habe noch keine Unterkunft. 17.40 Uhr gleich. So, ich bin jetzt im Hotel. Hotel Sonneneck oder so ähnlich. Oder Hotel am Sonnenhang, ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit Sonne. 57 Euro muss ich bezahlen. Und Abendessen, also 57 mit Frühstück. Und zum Abendessen kann ich auch Buffet. 24 Euro. Ja, Leute. Mein Gott. Ich muss auch was essen.
Oh, sogar eine Badewanne. Das ist richtig gut, da werde ich mir das mal aufwärmen. Ne? Alles prima. Hab schon schlechter gewohnt. Kleines Zimmer, reicht. Das nächste wäre Doppelzimmer gewesen für 72. Aber ich habe ja nichts vor, außer Kraft zu schöpfen. Für mich ist hier heute Sense. Ich muss mich jetzt erstmal ausruhen hier. Bin gefahren über 80 Kilometer. Und ich würde sagen, es war heute die härteste Etappe. Viel Matsche, fünfmal nass geworden und dann die Höhenmeter. So, da würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt bis hierher und tschüss und winke, winke, bis morgen. Tschüss.